Wir haben unseren Ethesia-Aufsitzmäher seit etwa 9 Jahren und mähen damit unsere Friedhöfe bei der Stadt Esslingen. Das sind 9 Stück. Als wir unseren Ethesia-Mäher gekauft haben, haben wir natürlich mit Mitbewerbern verglichen. Und das Gesamtpaket bei Ethesia war schlichtweg besser. Sowohl an der Handhabung, am Einsatz vor Ort, am Gewicht, an der Langlebigkeit und auch im Preis. Im Rahmen der Anschaffung eines Rasenmähers ist das Billigste nicht immer das Günstigste. Die ökologischen Aspekte sind für uns in erster Linie die Lärmschutzemissionen, dann natürlich der Verbrauch der Maschine und natürlich auch die Langlebigkeit der Maschine. Die größten Eigenheiten für mich sind jetzt einfach, dass der Rasen halt sehr gleichmäßig gemäht wird und auch sehr ordentlich. Für mich ist halt der Punkt dass es sauber mäht. Dann natürlich auch sehr wichtig, damit es auch die Nachbargräber einfach nicht verschmutzen tut. Wo das Gras liegen bleiben kann, da nehmen wir unsere Ethesia BioCut Mulchmäher und da bleibt es dann liegen. Wir nutzen unseren Ethesia Aufsitzmäher unter anderem im Herbst zur Laubaufnahme. Also wir arbeiten mit der Ethesia Maschine bei allen Wetterverhältnissen. Also es kann regnen, es kann trocken sein, es kann windig sein. Die Maschine wird auch von weiteren Kollegen auch mitbenutzt. Und trotz allem bin ich wirklich total zufrieden damit und bin sehr überrascht überhaupt, dass es nach 9 Jahren noch hebt. Die Zuverlässigkeit unseres Ethesia-Aufsitzmähers spiegelt eigentlich dahingehend wider. Wir mähen seit 9 Jahren unsere knapp 150, 160 Hektar im Jahr und es ist so herrlich unauffällig. Er mäht es einfach. Wenn ich halt wirklich damit die Maschine auch bedienen darf, ist es wirklich wie so ein kleines Spielzeug für mich, gell? Es hat leider nur einen Sitzplatz, so ein Aufsitzmäher. Da kann ich mit meiner Familie nicht Kaffee fahren gehen. Also ich persönlich bin damit super toll zufrieden. Ich würde Ethesia Aufsitzmäher oder auch Rasenmäher momentan jederzeit weiterempfehlen.